Und ich sage zu jeder Frau, die zu mir kommt, du bist die Frau deines Lebens. Und genau das ist es. Und ich sage zu jedem Mann, der zu mir kommt, du bist der Mann deines Lebens. Und diese Würde, sich selbst zu sein, das macht natürlich den Selbstwert, es erhöht ihn, es vertieft die Selbstliebe. Und da haben wir jeden Abend viel zu danken, viel heimzukehren und dieses süße Gefühl, ich liebe mich so, wie ich bin. Selbstliebe ist für mich letztendlich die Frucht eines Menschenlebens. Wir gehen alle durch Täler, über Gipfel, wir haben Erfolge, wir haben Misserfolge, wir haben Umbrüche, wir haben Trennungen, wir haben Siege, wir haben Erfolge. Und Selbstliebe ist für mich die erlernbare und erlernte Fähigkeit einer Frau, eines Mannes, aus den Erfahrungen des eigenen Lebens, so etwas, was sich vielleicht in der Haltung am besten ausdrücken lässt, uns in tiefer, durchaus bedingungsloser Liebe uns selber gegenüber, also unserem Wesen, unserem Körper, unserem Herzen, aber auch unseren Gefühlen und Gedanken, uns wirklich lieb zu haben. Also das muss erlernt werden. Nur was eine Frau, ein Mann verkörpern und leben kann in uns, mit meiner Frau, meinem Mann, meinen nächsten Menschen, und das ist leicht gesagt. Und dann im Weiteren nur das zählt. Nur das gehört uns. Der Rest ist nur totes Wissen und davon haben wir genug. Aber Gedanke, das muss die Menschheit jetzt lernen. Gedanke hat erst Kraft, wenn er mit hoher Gefühlsintensität aufgeladen wird. Und nochmal, dann geht der Gedanke, der ja Frequenz ist, auf einer bestimmten Schwingungshöhe, der mit Gefühlsintensität, also Liebe, Kraft, Freude, Dankbarkeit im positiven Sinne, dann geht diese Frequenz in die DNA-Ketten. Ich grüße auch Müllmänner oder ja, das ist die Haltung der Liebe. Die Würde, der Wert des Menschen ist nicht verhandelbar, sondern das ist etwas ganz Grundsätzliches für eine Gesellschaft.